die sogenannten Muttafaq alayh Hadith, die bei Bukhari und Muslim überliefert werden. Übrigens, wenn wir sagen Muttafaq alayh, es ist eine interessante Frage. Wenn wir sagen Muttafaqun alayh, das heißt Bukhari und Muslim überliefert, wann sprechen wir davon, dass ein Hadith bei Bukhari und Muslim überliefert wird? Es kann ja sein, dass wir einen und denselben Text haben, der von zwei verschiedenen Gefährten überliefert wird. Beispielsweise haben wir einen und denselben Text oder einen sehr identischen Text, der einmal von Ibn Umar überliefert wird und einmal von Aisha. Nehmen wir an, einer dieser zwei Berichte ist bei Bukhari und der andere bei Muslim. Sagt man hier Muttafaqun alayh? Hier ist nicht mehr die Rede von einem Hadith. Das sind zwei verschiedene Hadith, auch wenn der Text und der Inhalt identisch ist. Das heißt, Muttafaqun alayh bei Bukhari und Muslim überliefert, hier wird vorausgesetzt, dass der Ausgangspunkt des Hadith einer ist. Der Ausgangspunkt des Hadith muss einer sein, das heißt, also in diesem Falle dann ein Gefährte.